Also müssen wir die lochen oder was? Na, der Koch hat jedenfalls. Jam. Vielleicht mit der. Genau, vielleicht mit dem Schnabeltier. So, loch mir mal den Kram hier. Einmal entwerten, bitte. Ja. Danke. So. Naja, dann kommen wir da natürlich rein. Das ist natürlich denn, ne? Das ist natürlich denn was anderes. Aber ich bin der Meinung, die Stechgradwaffe ist noch nicht da. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben einen neuen Überstundenrekord aufgestellt! Damit Sie sich immer an diesen schönen Augenblick erinnern können, erhalten Sie eine tolle Gratifikation. Knoblauch! Denn gerade im Alter ist Knoblauch gut fürs Gedächtnis. Und Ihren Überstunden nach zu urteilen, sind Sie jetzt sehr alt. Viel Spaß bei Ihrem verdienten Feierabend. Mhm, Knoblauch. Vampir, Schnabeltier. Probieren wir gleich mal aus. Na, mein Kleines, hast du Hunger? Wobei, ach egal, friss. Oh, oh. Goldig. Es sieht zwar drollig aus, aber es hat einen infernalischen Mundgeruch. Schön brav sein, hörst du? Ja. So. Die Frage ist natürlich... Jetzt geht das schon wieder los. Eier ist Eiweiß. Können wir eigentlich direkt in die Maschine rein machen? Mach ich gleich mal. Und da hätten wir Eiweiß. Zum Glück gibt's keine Anzeige für den Cholesterinspiegel. Jo, die ist jetzt bis Anschlag. Cool. So, dann brauchen wir noch Fett. Kohlenhydrate. Ja, das frinnen wir alle im Imbiss. Keine Chance. Sie ist total zugerostet. Ein Hindernis nach dem anderen. Naja, wir haben ja ein bisschen was zum Ölen, wa? Wer sagt's denn? Es hat tatsächlich funktioniert. Unfassbar. Kann es sein, dass ich gerade tatsächlich einen Verwendungszweck für Oliven entdeckt habe? Mhm. Ganz neu. Schön Frittenfett. Jodsalz, da sind die Mineralien. Jod. Hier lang. Ah, halt, warte mal. Nee, das Konfetti können wir nicht benutzen. So, ja, klatschen wir alle drin, wa? Schön fett. Mmh, lecker, lecker. Wie er das, das wird lecker. Wie er das doch immer transportiert hat. So, fett. 3 Punkte, jetzt haben sie so 3 Punkte. So, Pommes. Pommes, Kohlenhydrate, genau. Endlich kommen wir zu den Grundbausteinen des Lebens. Wa? Steht ja aus Kartoffeln. Und Kartoffeln sind ja Kohlenhydrate pur. Plorofitz? Plorofitz ist eines der wichtigsten Grundnahrungsmittel. Es gab Monate, da habe ich mich von nichts anderem ernährt. Hm. So, das war Wasser, genau. Und dann kommen noch die Mineralstoffe. Wie sagt man doch so schön? Was du frisst, das bist. So, wir haben 3 Anzeigen. Juhu. So, und dann werden wir erstmal den Hermes. Weil einer fällt ja runter. Weil wir wollten uns ja noch ein bisschen mit ihm unterhalten, ne? So, volle Pulle, 3, jawohl, und Action. So, einer muss überleben. So ein Mist! Nee. Stopp!
Hey, was soll das? Wartet auf mich! Ach, verdammt! So. Jetzt können wir ein bisschen mit ihm talken. Warum lässt du mich nicht einfach gehen? Tja, jetzt siehst du mal, wie das ist. Ja, aber was willst du denn noch? Du hast es doch selbst gesagt. Alles ist verloren. Das dachte ich auch. Aber dann habe ich Goal gefunden. Was hattest du mit ihr vor? Kann man sie noch retten? Ach, du kennst das Mädchen? Sie fiel kurz nach dir vom Himmel. Ihr Gehirn war noch nicht ganz tot. Der Rest war ziemlich hinüber. Darum habe ich einen Klon angefertigt. Er hat lange genug überlebt, um einen kompletten Scan durchzuführen. Hier, damit lässt sich deine Freundin klonen. Auch wenn ich nicht weiß, was das bringen soll. Eponia ist verloren. Lass das mal meine Sorge sein. Okay. Hast du gemerkt, wie wir eben die Rollen getauscht haben? Versau's nicht, okay? Ironie des Schicksals. Er nahm mir den Respekt vor dem Leben und ich hab ihm in den Arsch getreten. So, also dann können wir ja praktisch Ghoul eben mal klonen. Passt, wie gemalt. Ja, reicht ja eh mal, wa? Oh. So, dann mal rein ins Vergnügen. Ich rette dich, Ghoul. Was ist denn jetzt schon wieder? Da geht doch irgendwas in die Hose. Was tust du? Na rate mal, ich rette Goal. Aber so doch nicht. Da ist ja gar keine Nukleinsäure mehr in der Maschine. Naja, bei dir hat's ja auch ohne funktioniert. Schnell, brich das ab. Die Rohre überhitzen. Uns fliegt noch die ganze Maschine um die Ohren. Oh oh. Nein! Oder? Sie war nicht komplett ausgereift. Es liegt an der fehlenden Nukleinsäure. Ja, wo ist sie geblieben? Das Rohr führt in die Kanalisation unter Porta Fisco. Es tut mir leid, Rufus, aber es sieht so aus, als sei deine Freundin endgültig verloren. Nein, sie lebt. Ich kann sie noch retten. Tja, ich hätte noch einen Vorrat an Nukleinsäure. Damit könntest du sie theoretisch noch nachträglich ausreifen lassen. Aber was ist mit Deponia? Das letzte Hochboot kann jeden Moment in Richtung Elysium starten. Du kannst nicht gleichzeitig Goal retten und den Aufstiegszoll erreichen. Und selbst wenn... Die obere Aufstiegsstation ist das Hauptquartier des Organon. Alleine kommst du niemals da rein. So alleine bin ich nun auch wieder nicht. Meine Freunde vom Widerstand sind in Porta Fisco. Sie werden den Organon ablenken, während ich mich mit Goal auf das Hochboot schleiche. Und wer gibt ihnen Bescheid? Wer rettet Goal? Wer hindert Argus daran, in der Zwischenzeit mit dem Hochboot abzulegen? Du kannst nicht alles machen. Die Zeit reicht nicht aus. Da müsstest du dich schon dreiteilen. Und selbst wenn... Ja, ich hab da schon die Idee. Und du bist sicher, dass du das wirklich durchziehen willst? Es ist nicht mehr genug Biomasse für 3 Klone in der Kammer. So erfülle ich wenigstens doch noch einen Zweck. Du bist schwer in Ordnung, Hermes. Lass uns nicht sentimental werden. Hast du die Nukleinsäure dabei? Nukleinsäure? Check. Sehr gut. Denk daran, dass sie nicht mitgeklont wird. Nur einer von euch dreien wird sie nach dem Vorgang dabei haben. Keine Sorge, Hermes. Ich habe alles verstanden. Du kannst dich auf mich verlassen. Tja, ich hoffe nur, dass deine Konstruktion mit den Sandsäcken funktioniert, wenn der Hebel nicht betätigt wird. Es wird funktionieren. Das muss es einfach. Na dann, lass uns lieber keine Zeit verlieren. 3, 2, 1. Hepp! ja. Ja? Vögelchen? Oh nee. Ach so, okay. Hey, es hat geklappt! Ach, ja, und jetzt? Ach du Scheiße.
Einer von euch beiden muss die Rebellen zusammentrommeln. Ich gehe zur Organon Hauptverwaltung. Ja, mit wem rede ich denn? Wer bin ich denn? Ich gehe... Ach so, wir entscheiden uns jetzt praktisch, wo wir jetzt weitermachen. Ach je. Einer von euch beiden muss die Rebellen zusammentrommeln. Nee, wir fangen von vorne an. Einer von euch beiden muss die Rebellen für einen Überraschungsangriff zusammentrommeln. Am besten du. Hä? Wieso denn ich? Oh Gott. Ich gehe zur Organon Hauptverwaltung und versuche, den Start des Hochboots hinauszuzögern. Ich hab's zuerst gesagt. Nein, ich! Ich gehe in die Kanalisation und rette Goal. Aber das ist mein Job. Mm. Nein, meine. Mm. Alles klar. Ich muss Goal retten. Ich habe die Nukleinsäure. Nein, ich. Aber Hermes hat sie mir gegeben. Nein, mir. Wir können ja nachgucken. Dann werden wir es ja sehen. Okay. Linker Rufus, rechter Rufus. Die werden Augen machen, wenn ich gleich die Nukleinsäure aus meinem Mantel ziehe. Ach so. Nee. Einer von diesen beiden Nulpen hat die Nukleinsäure. Aber welcher? Einer von diesen beiden Nulpen... Aber welcher? Oh Mann. Ich wünschte, ich könnte jetzt irgendwie in sie reingucken. Zum Beispiel durch ein neues, cooles Interface-Element am unteren Bildrand. Der hat's unten nicht. Der hat's. Ah, wusste ich's doch. Ich habe die Nukleinsäure. Also bin ich auch derjenige, der Goal retten darf. Ja, dann mal los. Ich wusste es. Das heißt dann wohl, ich rette Goal. Nicht so schnell. Hey. Ja, was? Was ist denn das da unten? Hey, hört auf mit dem Unsinn! Hey, hört auf mit dem Unsinn! Ja, wenn sich drei, wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte, wa? Oder so. Ja. Ach du Scheiße. Oh, nee. Hee 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 hee!